Russischer Bürger Immanuel Kant bewirbt sich um Chrabrowo. Sie erinnern sich sicherlich an meinen Beitrag zur Suche nach einem russisch-patriotisch-historischen Namen für den Kaliningrader Airport. Für insgesamt 45 russische Airports wird nach internationalem Vorbild ein ergänzender Name zur bisher schon existierenden Bezeichnung gesucht. Voraussetzung ist, dass der Name einen Bezug zu Russland und zu seiner Historie hat. Für Kaliningrad ist dies etwas schwieriger als für alle anderen 44 Airports im großen russischen Mutterland. Denn Kaliningrad ist erst seit 1946 Bestandteil der Sowjetunion bzw. Russlands, dem Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Und in dieser Zeit hat Kaliningrad natürlich nicht so viele berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht. Und die, die es gibt, haben ihren Namen schon für andere Airports oder wichtige Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Dann gibt es natürlich noch föderale Persönlichkeiten. Aber Stalin oder Lenin sind gegenwärtig ein wenig aus der Mode gekommen. Und so hat Kaliningrad eine wirklich nicht leichte Aufgabe zu lösen. Vor wenigen Tagen wurde dann eine Top-10-Liste der Namen ausgewählt, die für den Airport in Frage kämen. Diese sind aber wohl auf wenig Begeisterung bei den Kaliningradern gestoßen, sodass nun weitergesucht wird. Und wer sucht, der findet. Ich hatte kommentiert, dass es völlig chancenlos ist, irgendeine auch nur entfernte Bezeichnung vorzuschlagen, die etwas mit Deutschland zu tun hat. Deutschland ist out in Kaliningrad. Und somit ist der Name Immanuel Kant auch in der Top-10-Liste nicht aufgetaucht. Plötzlich und unerwartet steht er aber doch wieder zur Disposition und hat wohl in der Popularität viele Stimmen auf sich vereint. Wie das kommt? Nun, ganz einfach. Immanuel Kant war nämlich russischer Staatsbürger, hat den Treueeid auf die russische Zarin Elisabeth abgelegt, und zwar in den Jahren 1758 bis 1763, während des Siebenjährigen Krieges, wo Russland schon mal testweise über Königsberg und Ostpreußen herrschte. Und da Kant russischer Staatsbürger war und unverschuldet wieder aus der Staatsbürgerschaft ausschied, weil der Nachfolger von Elisabeth deutschfreundlich eingestellt war und Kriegsbeute wieder den Deutschen übergab, oder waren es Preußen, steht er eben wieder in der Gunst. Und die Chance, dass der Kaliningrader Airport Chrabrowo bald den Zusatznamen des russischen Bürgers Immanuel Kant trägt, ist sehr groß.